Dann schauen wir jetzt mal hier rein. Okay. Da wäre. Ups, hier, so, also hier in der Bresche ist keiner. Hier hatten wir eins von Kargott. Na, was wir schon haben. Und hier im Ausguck der Wache liegt noch einer. Ich sehe auch wo, also ich sehe es auf der Karte wo. Bin mir aber unsicher. Achso, ich muss hier einmal rein dafür, ne? Ich kann mich gerade nicht bewegen. Hallo? Verzeihung, Spiel? Nun! Ist es mein Controller? So, bevor ich das Spiel jetzt wieder schuldig treibe. Ich muss das Spiel mal neu starten, weil das finde ich jetzt sehr interessant. Reicht es, wenn ich ins Menü gehe und wieder raus? Weil mein Controller nicht mehr funktionieren wollte. So, ich drücke jetzt mal auf Fortsetzen. Jetzt? Okay, jetzt geht's wieder. Wegen meiner. Was ein Humbug. Ich war hier noch nie drin in dem Dungeon. Okay, gut, dass ich das geklärt habe. Ich habe nämlich keine Map. Nun, ne? Achso, ich kann theoretisch einmal hier rüber springen, ne? Hier ist eine Kiste, genau. Ach, schade. Interessanter Bug zumindest, den ich da gefunden habe. So, hier einmal hoch. Dann hier einmal rüber. Wieder und dann hier rein. Hallo? Ich hab ge. Oh Gottchen. Ausguckt, aber ich war hier halt wirklich noch nicht. Okay. Ja. Interessant, dass ich hier noch nicht war. Ich meine, okay. Machen wir den einfach mal. Ich bin halt ein bisschen überlevelt. Das tut mir jetzt leicht für die Gegner, aber. Ist okay, wenn man mich fragt. Vielleicht gibt es hier irgendwie Sonderitem. Eine Sonderkiste. Wenn ich alles kaputt mache. Na, also alle Gräber, alle zerstörbaren Objekte. Ist ja häufig so. So, ich kann mal ganz kurz. Verzeihung? Ich habe da Zombies gerufen, die mit dir spielen möchten, mein Freund. Keinen Grund, mich hier irgendwie zu belästigen oder behelligen. So. Das alles, mein Controller vibriert nicht, ich kriege keine Musik dafür, also. Ah ne, da hinten stehen noch zwei. Hier steht noch was? Nö, oder ich habe zu viele. Meine doofe Frage an den Chat. Seid ihr noch da oder ist mein Chat abgestürzt? Weil sonst würde ich den gleich einmal neu starten. Bin mir halt nie sicher, wenn. Also, ne, ich liebe ja alle Lurker, aber wenn viele Lurker lange da sind, dann habe ich immer so ein bisschen Sorge. Da oben ist das Relikt, ich sehe es sogar. Der nicht mehr aktiv ist. Oh, da ist eine Fulgrimmünze. Na gut, die kann ich auch mitnehmen.
So, einmal das kaputt machen. Aber nett, dass wir hier so einen Mini-Dungeon noch haben. Ich hacke, also... Start gleich einfach mal den Chat neu. Wie wär's? Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Mache ich eben schnell noch den Dungeon hier. Höchstwahrscheinlich schreibt irgendjemand schon die gesamte Zeit mit mir. So, hier ist genau das Relikt von Itogut. Das wäre auch das einzige Relikt jetzt hier. Ich könnte da überall noch hochklettern. Ja, machen wir gleich mal. Bin mir halt unsicher, was wir so hier finden werden. Da ist auf jeden Fall eine kleine Truhe. Unmöglich. Also ich habe das Gefühl, so mehr als einfach nur ein bisschen Spaßkram wird es nicht sein, aber... Vielleicht kriegen wir noch Level 22 hier raus. Und vielleicht werde ich damit schon irgendeine Quest vorgemacht haben. So, kannst du hier bitte mal den Ausguck der Wache säubern? Ich so, ja, tja. Ich bin dir da schon 10 Schritte voraus, mein Freund. Weil ich in diesen Dungeon nie gegangen bin. Was ich noch immer nicht so richtig verstehe, warum. Ach so. Ich weiß, wie ich das lösen kann. Ich höre gerade auch einen Stein irgendwo. Sehe ich ihn auch? Der ist da oben irgendwo. Genau. Ich werde dafür einmal meinen Seelenteil aktivieren. Hier rüber gehen und dann einfach ein bisschen Volleyball wieder spielen. Finde ich halt, ist noch immer eine sehr intelligente und sehr coole Art und Weise, diese Fähigkeit zu nutzen. So, einmal Gestalt wechseln. Langer Pass! Und jetzt wieder Seelenteil aktivieren. Sehr schön. So, jetzt hier hoch. Da hoch. Da hoch. Hinter mir? Da, genau. Mit der Lösung draufschießen. Wir haben jetzt fast alle Machtsteinwissen gefunden im Spiel. Achso. Ah, okay. Also nochmal ganz kurz Seelenteile aktivieren. Ich nehme den anderen. Und dass ich den Lila da schon mal so vorplatzieren kann. Und wupp. Hier hoch. Da hoch. Den mitnehmen. Du brauchst so einen Dungeon, den man quasi erst hiermit lösen kann. Mit dem Item. Oder mit der Fähigkeit. So. Werfen, Seelenteiler wieder aktivieren. Und damit die... Ach, das ist eine legendäre Truhe sogar. Also, ich weiß nicht, wie legendär die jetzt für mich sein wird. Oh, ich habe mir jetzt eigentlich sogar noch einen Fähigkeitenpunkt erhofft. Aber man kann ja nicht alles haben. Oh! Der Dungeon geht weiter. Das ist ein Knochenspalt. Okay. Okay. Nehme ich hin. Oh, da bin ich jetzt auf ihn zugelaufen. Oh, egal. So. Holen wir mal ganz kurz ein paar Vögelchen ran. So, muss ich mich jetzt hier auf die Platte stellen? Wie lange muss ich mich auf die Platte stellen? Ziemlich lange anscheinend. Gehst du wieder runter? Ach so, jetzt verstehe ich, warum ich mich so lange draufstellen kann. Sind hier denn ein... Ich habe jetzt irgendwie keine Lust, ein Relikt zu verlieren. Soll ich speichern ganz kurz? Dann aktualisiere ich... Oder den, zwinge ich den Chat dazu, sich zu aktualisieren. So, das haben wir ausgeführt. Ah! Abgestürzt? So, also Chat ist aktualisiert. Ja, Spiel ist abgestürzt, gut. E-Mail vorher gespeichert. Plus, ich dürfte es wahrscheinlich jetzt am Anfang von diesem Dungeon chillen. Ja, also, falls jemand gerade am Lurken ist, oder wie gesagt, mit mir geschrieben hat, beschreiben wollen oder so, dann tut mir leid. Tut es mir eins leid. Falls ihr nicht reagiert habt. So, was sehe ich denn da? Ah, okay. Die Reise bis hierher.
Immer diese Nachteile, wenn das Spiel abstürzt. Achso, jetzt muss ich noch eine andere Geschichte machen. Der Fürst des Schwarzen Steins ist verschwunden. Sein Lächeln, ein Versprechen, dass noch mehr kommt. Findest du die Kraft, um das Dritte Königreich wiederherzustellen? Oder werden deine Brüder auftauchen? Gut. Ja, dann schaue ich jetzt mal ganz kurz in die... Bin halt doch schon daran interessiert, ob wir hier vielleicht Relikte oder sowas haben. Ich kann einmal ganz kurz hier reinschauen. Ich glaube halt nicht. Stellen wir uns ein bisschen hier drauf, bis das halt hoch genug ist, dass ich durchkomme mit meinem dicken Wanz. Und gehen wir weiter in die Richtung. Ich weiß, ich finde es cool, dass hier so ein Secret Dungeon ist. Also halt wirklich. So, und was ist, wenn er ganz oben ist? Lockt er sich dann ein oder sowas? Nö. Er knarrt einfach weiter. So, jetzt aber. Hup. Oh, wow. Das ging aber jetzt schnell zu. Das war last second, doch. Ja gut, mehr Gegner. Damit habe ich gerechnet. So. Ne, nutzen wir einfach mal unseren sicken Schild. Mit dem ich AOE-Schaden mache. So, ich weiß gar nicht, wie lange der sich hält, aber anscheinend lang genug, dass alles umgefallen ist. Also hier gibt's auch... Oh, doch nicht alles umgefallen. Es scheint hier Truhen zu geben. Es bedeutet... Also, wenn das auch bedeutet... Na, ich sollte jetzt vielleicht nicht... Also wenn das bedeutet, dass jetzt hier auch die Möglichkeit besteht, dass Relikte sind, dann hoffe ich wirklich nicht, dass ich die irgendwie verpasse. Weil die Map hat zumindest nichts gesagt im Sinne von: Hier ist ein Relikt! Hallo! Die Map hat auch nichts gesagt, dass hier irgendwie so ein Secret Dungeon ist. Unmöglich. Also definitiv nicht irgendwie heftig angezeigt. Achso, jetzt sind hier zwei. Dann muss ich zwei gleichzeitig drücken. Ja. Ah, okay, das heißt, in dem Dungeon kann man nur nach vorne, wenn man doch schon ein bisschen was an Fähigkeiten hat. Ach, ist das quasi so ein Endgame-Ding? Finde ich interessant. Ich meine, jetzt habe ich angefangen, jetzt könnte ich mich nur noch raus teleportieren, falls es geht. So. Mal durch. Ich passe jetzt. Also gut, es sind jetzt keine Seiten mehr, die mir fehlen. Dementsprechend bin ich da ein bisschen weniger auf Kante. Aber halt doch schon Kram, ne? So. Ah, weich dem doch nicht aus, bitte, du guter Streuner. Mach jetzt lauter Elementarschaden. Ah, da kommen auch nochmal ein paar Gegner runter. So, guten Abend, die Herren. Mein Name ist der Tod. Ich habe da hier ein bisschen was für Sie vorbereitet. Da ist irgendwie so ein Nebel. Hier unten ist eine Truhe. Also Nebel schaut mir aus, als würde es da weitergehen. So, kann ich einen Lebenstrank nutzen? Nein. Dann öffnen wir die Truhe stattdessen. So, joink. All das mitgenommen. Schauen wir uns mal ganz genau hier um. Also hier sind auch wieder Gegner. Ich hätte gern irgendwie eine Dungeon-Karte, wenn das geht. Also geht bestimmt, ne? Ist nur die Frage, ob man die... Na, ob sie existiert. Oh Gott, da bin ich jetzt... hoch. Tot, danke. So, einmal hier ran. Warum bist du jetzt gesprungen, mein Freund? Das habe ich gar nicht von dir verlangt. Eieiei, hier ist noch mehr. Habe ich hier vielleicht... Sind das unterschiedliche? Kann ich hier was skippen? Habe ich gerade eine Kiste oder sowas bekommen? Nee. Ich dachte, weil da irgendwas... Nicht genug Zauber. Oh Gott, es sah gerade danach aus, als wäre etwas,
gespawnt da. Also zu, ne, hätte diesen Kreis gemacht im Sinne von, oh, guck mal, eine Kiste. Achso, ich habe nicht gesehen, dass da ein Gegner ist. Gut. Ein paar Krähen, einfach damit das Effektgewitter komplett ist. So, haben wir. Schau ich jetzt mal ganz kurz. Ich habe hier die Map. Achso, das wäre quasi die High Road, die ich da nehmen könnte. Ey, dass das jetzt so ein großer Dungeon auch sein soll. Hört sich halt noch immer an wie gequälte Katzen. Hier sind auf jeden Fall Steine drin. Guck mal, ich habe schon fast alle mystischen Steinbissen auf jeden Fall auch. Aber höchstwahrscheinlich habe ich da auch welche verpasst. So, das ist jetzt auf jeden Fall genau der Weg. Aber den gehe ich nochmal zurück, ne, falls hier doch irgendwie noch was schielt auf dem Rückweg, dass ich das nicht verpasse. Also, wir haben jetzt interessanterweise auch unterschiedliche Wege, die wir gehen können. Mit Vulgrim-Münzen und Steinbissen. Ja. Okay, da komme ich so jetzt nicht ran. Außer ich kann die Wand da sprengen, das wäre mir aber neu. Dadurch, dass das Spiel das noch nicht als Mechanik irgendwie abverlangt hat, glaube ich nicht, dass das in einem optionalen Dungeon irgendwie wichtig ist. Habe ich hier irgendwo noch einen? Achso, die Sprengplatte bekomme ich nur von da oben. Gut, dann holen wir die eben schnell mal. Nehmen wir mal schnell Todesgriff in die Hand. Ne, dann geht das minimal schneller. So. Okay. Lass sie ruhig fallen. Wir laufen den Weg nochmal tot. Keine Sorge. Wenn du Angst hast, dass du nicht genug Ausdauertraining oder sowas machst, helfe ich dir gerne nochmal. So. Jetzt kurz warten. Warum auch immer das Teil? Ist das die Karte? Nice. Warum auch immer der jetzt hier nicht? Seelenteiler. Egal, lassen wir den einen Stein hier zipfeln. Jetzt schauen wir ganz kurz auf die Verlieskarte. Ach, du grüne Neun. Nicht schlecht, ist nicht wenig, was wir da gefunden haben. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Juhu. Moin Chucky, vielen lieben Dank für deine Bits. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Vulkanmünze. Ich weiß halt nicht, warum ich die sammle. Um ganz ehrlich zu sein. Die haben so ziemlich keinen Mehrwert. Aber hey, ich hab sie. Und darauf kommt's hier an. Bei Collectibles kommt nichts darauf an, dass sie Sinn oder Zweck haben, sondern dass man sie hat. Ach, das ist jetzt irgendwie... Genau, das ist irgend so ein Second-Dingsens. Bumsens. Alles wunderbar. Läuft, ich hab mal wieder Nachtdienst. Oh Gott, Nachtdienst. Und ja, jetzt hast du meinen Stream angemacht, um dir damit die Zeit ein bisschen zu vertreiben. Bin mir unsicher, ob das so ein kluger Move ist. Bei mir schlafen die Leute ein. Das ist aber ein Big Frog. Ja. Ich bin mir unsicher, welches Tier es darstellen soll. Also nennen wir es ruhig Frosch. Truhe. Sozusagen. Gut, dann habe ich hier oben entlang. Eieiei. Ich wollte doch nur eben irgendwie Collectibles finden und sammeln. Warum muss ich denn jetzt hier einen riesen Dungeon gefunden haben? Wobei, so riesig ist er gar nicht. Ich habe halt wirklich nur ein bisschen Sorge, dass ich hier irgendwas übersehe. So, bup. Einmal hier rüber. So, und was haben wir hier? Ach Gott, Skarabäen. Die können definitiv gestohlen bleiben. Wer hat sich denn den Schmuh hier ausgedacht? Achso, ich habe gerade nicht genug Zorn und Kram zu machen. Wie weit bin ich?
Wir sind, also storymäßig sind wir quasi kurz vorm Finale. Das Einzige, was wir... Oh Gott, hier ist noch eine doofe Schriftrolle gewesen. Das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist so ziemlich den Endboss legen. Und was ich gerne machen möchte, sind halt noch ein paar Collectibles sammeln. Einfach weil... Ich kann es mal ganz kurz zeigen. Es gibt hier eine super tolle Sonderrüstung. Wo ist es? Gar nicht final. Hier. Die Abgrundrüstung. Und für die Abgrundrüstung muss man halt zweimal irgendwelche Collectibles auf 100% bringen. Der erste haben wir schon. Ne, das war der Oberteil, was wir gerade tragen. Und das zweite, ja, sind wir gerade dran. Ich fand das echt witzig. Ist mir aufgefallen, wenn man sich immer fragt, wie weit es immer mit wir antwortet. Also, ich weiß genau, warum viele Streamer das machen. Warum auch ich das mache. Das ist so... Au, ist ziemlich... ein Marketing-Tool. Ne, weil man... wenn man als Streamer die Zuschauer mit einbezieht, damit die Chance erhöht, dass sie... So, stellt mal bitte alle. Wiederkommt. Und dadurch, dass ich das jetzt einfach 7 Jahre schon mache... ist es bei mir halt einfach in Fleisch und Blut übergegangen. Ich mach's auch. Ja, das guckt man sich auch so ein bisschen ab von anderen Streamern, finde ich. Also ich find's nicht schlimm, ne, definitiv an dieser Stelle angemerkt, ich find's nicht schlimm. Aber es ist halt so eine Sache, die einfach kommt mit der Zeit. Was zum Frevler seid ihr? Achso, Skarabäen schon. Achso, hier kommen die ganzen Viecher her. Ja, nieder damit. 7 Jahre, say what? Ja, seit November 2011 mache ich das alles hier. Na, hat bei mir mit YouTube angefangen. Und jetzt seit... Wir kommen schon auf das Jahr zu, streame ich. Und es macht mir noch immer Spaß. So, sonst würde ich es nicht machen, vermutlich. Nee, ich habe damals halt einfach... Unmöglich. Bei... Also so ziemlich war Zombie eines meiner größten Vorbilder damals. Ich mache gerade Blödsinn hier, ne? Ja. Also Zombie und Gronkh, was Let's Plays anging, da habe ich denen immer zugeschaut und wollte den nacheifern und... Hier ist noch ein Gegner? Nein. So, mit dem Seelenteiler anwenden. Und streamingmäßig versuche ich da so ein bisschen Funk Royale nachzueifern. Okay, ich auch so etwas im Jahr. Ich glaube, nächsten Monat ist es soweit. Oder Mom, ich glaube, warte. Also bei mir ist es definitiv seit, also März war mein erster Stream. März letzten Jahres. Und da habe ich A Normal Lost Phone gestreamt. Und regelmäßig mache ich es, glaube ich, seit, das ist jetzt eine gute Frage, seit wann ich es regelmäßig mache. Ich glaube Mai letzten Jahres. Oder Juni. Mai oder Juni. So, da wurde wieder irgendeine Waffe gedroppt. Bei mir ist es April, Mai. So, ist hier irgendwie was drin? Nein. So, das Geld nehmen wir mit. Ich nehme einfach den 25. Mai, da kam die Treasure und das war mein erster Walkthrough. Ah! Guck mal, hätte Maddie dich zu dem Zeitpunkt schon gekannt, die hätte das einfach verschlungen. Kann ich dir versprechen, die liebt das Spiel nämlich. Ach, hier ist wieder irgendwie so ein Skarabäen-Heini oder so. Würde erklären, warum die Viecher in Massen kommen.
Gib mir doch kurz eine Möglichkeit, mich umzuschauen, Spiel. Nicht? Okay. Peng. So. Upsa, das war daneben geschossen. So, da geht es weiter, oder? Dann folgen wir dem Weg. So, und ich glaube, jetzt ist hier so ziemlich Endkampf. Schaut nach großen Arena aus. Also, falls hier irgendwie ein ganz toller, großer Gegner wartet, freue ich mich nicht drauf. Ganz großer, toller Gegner. Oh, Himmel, wer bist du? Ach, das ist nur du. Ja, komm ran hier. Weißt du, der untote Skarabäen-Koloss? Die Viecher, die mir einfach zu mehr an den Kopf geschmissen wurden. Oh Himmel, das sind aber viele Skarabäen, ne? Oh, okay, das gefällt mir jetzt nicht. Nun, da hatte das Spiel gesagt, ah wie, du jammerst darüber rum, ja komm ran hier. So, ich will erstmal die ganzen kleinen Ads töten. So, oder das, was die ganzen kleinen Ads spawnt. So. Ist der Spawner kaputt? Au. Der Spawner ist kaputt, das ist sehr schön. Au, 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 au. Lass mich mal bitte hier durch. Hier ist der nächste Spawner. Gut. So, da, 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 da. Geh kaputt, du Spawner. Du machst nämlich Gegner spawnen und das gefällt mir gar nicht. Ich habe dich nicht getötet bekommen. Aber ich habe den großen Down bekommen. Währenddessen... Ach Mensch, das wollte ich ja gar nicht. Oh, da ist noch ein zweiter großer. Komm, Ghule, spielt mal mit dem. Der hat da so ein bisschen Lust drauf. Waren das jetzt alle? Achso, da ist noch ein Spawner. Gut, den machen wir auch mal eben. Aber ich glaube, dann habe ich so ziemlich den Dungeon hier durch. So. Eins, zwei... Zack, das platt gemacht. Waren das jetzt alle? Ja. Sehr schön. Haben wir fein gemacht. So, dann mal den ganzen Mini-Kram wegmachen, ne? In der Hoffnung, dass man irgendwie eine Sonderkiste bekommt. Vielleicht kriegen wir auch eine Sonderrüstung oder sowas dafür. Im Sinne von, hier, Glückwunsch, du hast das Labyrinth der Skarabäen getötet. Hier kriegst du die Skarabäen-Rüstung. Das wäre cool. Unmöglich. Ja, ja, unmöglich. Unmöglich, schmummöglich. So. Ich kann nicht. Achso, jetzt müsste ich mich da einmal draufstellen. Da einmal draufstellen, genau. Sonst irgendwas hier auf der Karte. Nüscht, dass ich sehen würde. Achso, das ist. Funktioniert nicht. Höre ich gerade noch.